Heute teste ich ein Rezept aus dem Rezeptbuch des Pasta-Makers von Philips aus der Advanced-Kollektion. Ich wähle die Fettuccine mit Salsiccia, Knoblauch und Chiliöl auf Seite 25. Ich werde mein Bestes geben, um dieses Gericht zu kochen. Und ich bin gespannt, ob es schmeckt. Wenn es am Ende nur halb so gut aussieht wie auf dem Bild, dann bin ich glücklich. Viel Spaß! Für die Zutaten benutze ich 5 Salsiccia-Würstchen, eine Zucchini, Zitrone und 2 Knoblauchzehen. Für die frischen Fettuccine halte ich mich ebenfalls an die Angaben aus dem Rezeptbuch. Ich benutze 200 Gramm Hartweizenmehl und 50 Gramm Haushaltsmehl, dazu etwa 100 Milliliter Wasser. Als erstes die Salsiccia in Scheiben schneiden. Dann die Zucchini in dünne Scheiben schneiden. Den Knoblauch hacken. Und wer es mag, etwas Zitronenschale zum Drüberstreuen schälen. Dafür sollte es eine Bio-Zitrone sein. Jetzt nur noch die Zitrone halbieren. Nun kommt der Pasta-Maker ins Spiel. Ich schalte das Gerät ein und wähle den Modus für Pasta ohne Ei. Dann leere ich die Mehlmischung hinein und lege den Deckel wieder drauf. Diesmal scheint die berechnete Flüssigkeit zu stimmen. Ich habe vergessen, den passenden Nudelaufsatz für Fettuccine einzubauen. Also stecke ich das Gerät aus und montiere die Front ab. Zum Glück kann ich so ganz einfach den Aufsatz wechseln. Ich schließe den Pasta-Maker wieder an und starte die Produktion, indem ich lange auf die Starttaste drücke. Nach etwa 10 Minuten sind die Fettuccine fertig. Da sie leicht klebrig sind, mische ich etwas Mehl unter. So kann ich sie eine Weile ruhen lassen, während ich die Beilage zubereite. Als erstes brate ich die Salsiccia für etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze an. Dabei verwende ich kein Öl, denn die Wurst enthält bereits genug Fett. Dann wird der Knoblauch ein paar Minuten angeschwitzt. Schließlich kommt die Zucchini dazu. Das alles darf für 5 bis 10 Minuten angebraten werden. Zwischendurch salzen und pfeffern und ich presse zusätzlich den Saft aus einer halben Zitrone hinein. Gegen Ende füge ich noch den Zitronenabrieb hinzu. Das ist wie gesagt optional. Jetzt kann ich die Nudeln kochen. Das Wasser habe ich zuvor in einem Topf erhitzt und reichlich gesalzen. Die frischen Fettuccine brauchen nur 3 Minuten. Ich schöpfe die tropfenden Nudeln ab und füge sie in die Pfanne hinzu. Dann mische ich die Nudeln noch gründlich in die Soße unter und fertig ist das Gericht. Und so sieht das Resultat aus. Ich habe es in einem schönen Teller angerichtet und zusätzlich etwas Chili-Pulver und Oregano drüber gestreut. Es war wirklich extrem lecker. Ich bin überzeugt.